Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur. Ja, wie schön, dass Sie sich auch im neuen Jahr wieder bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur, zugeschaltet haben. Rückblickend auf das Preußler Jubiläumsjahr 2023 haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Dr. Carsten Ganzel, Professor für Neuere Deutsche Literatur und Mediendidaktik von der Universität Gießen. Herzlich willkommen bei uns. Ja, hallo, ich bedanke mich für die Einladung. Ja, du hast dich ja bisher mit Arbeiten oder Autoren wie Lessing, Schiller, Hesse oder Christoph Wolff, zuletzt mit Brigitte Reimann, beschäftigt. Man kennt dich auch ja wegen des Romans, der Neuauflage von Durchbruch bei Stalingrad. Jetzt plötzlich ein Buch zu Ottfried Preußler. Warum? Ja gut, da könnte man jetzt sehr theoretisch einsteigen, also gewissermaßen wissenschaftstheoretisch, wenn man das wollte. Also für mich muss Forschung selbstbestimmt sein. Diejenigen Wissenschaftler entscheiden, welches die Gegenstände sind, mit denen sie sich auseinandersetzen und nicht irgendwelche Töpfe, die da möglicherweise existieren, wobei ich das nicht so pauschal in Abrede stellen möchte. Aber um die Frage zu beantworten, es geht bei einer solchen Biografie logischerweise immer um Neues, um Unbekanntes. Also mit anderen Worten, es geht darum, weiße Flecken zu füllen, neue Quellen zu erschließen, ins Archiv zu gehen und gegebenenfalls dann auf dieser Grundlage bisherige Interpretationen von Texten, in diesem Fall von Ottfried Preußler, zu ergänzen, vielleicht umzustoßen, vielleicht die eine oder andere neue Lesart hinzuzufügen. Und bei Ottfried Preußler betrifft das natürlich in diesem Fall vor allen Dingen die Jahre bis 1956. Und es ist dann schon erstaunlich, wenn man feststellt, dass die Forschung zu Ottfried Preußler schließlich und letztendlich nicht ganz so umfangreich ist, wie man es hätte erwarten können, angesichts der Tatsache, dass das ein Autor ist, der um die 50 Millionen Bücher verkauft hat weltweit. Also so umfangreich ist die Forschung, einige nehmen für sich ja in Anspruch, die Forschung zu sein, so umfangreich ist das nicht. Jetzt konnte ja mal davon ausgehen, dass in Preußler ja einige, ja, Ausgaben oder Werkbetrachtungen oder vielleicht auch Biografien zu erwarten waren. Was genau war denn jetzt das Neue, was dich interessiert hat für deine Biografie? Naja, wenn man jetzt auf das sogenannte Preußlerjahr schaut, dann sehe ich eigentlich nicht unbedingt so viel Neues, wenn ich das mal so sagen darf. Außer der Biografie von Tilman Spreckelsen gibt es für mich keine neuen biografischen Arbeiten, die also zumindest neue Quellen erschlossen hätten oder die bisher unbekanntes Archivmaterial gesichtet haben. Also ich sehe sie nicht. Aber wie gesagt, was habe ich versucht oder warum habe ich überhaupt Kind einer schwierigen Zeit Ottfried Preußlers frühe Jahre geschrieben? Das ist ja eine ganz gezielte Konzentration auf die frühen Jahre, von denen ich schon sprach. Es geht also auf der Grundlage von bislang, und das kann ich ohne Eitelkeit sagen, es geht um neue Quellen, um neue Archivmaterialien, und die betreffen einmal Kindheit und Jugend, die betreffen Reichenberg, die betreffen die Rolle des Vaters, der Mutter, also auch die Biografien der Eltern, dann natürlich die Zeit nach dem Anschluss, dem sogenannten Sudetenland, was ja dann auch politisch durchaus wichtig ist. Es betrifft die erste Erzählung von Ottfried Preußler, es betrifft dann sämtliches Jahr Fakten, die gänzlich unbekannt waren, nämlich Krieg und Kriegsgefangenschaft. Und in diesem Kontext auch erstmal Stücke bzw. Lyrik, die er in den Kriegsgefangenenlagern in den beiden geschrieben hat. Und dann geht es um die Rückkehr und die ersten Jahre bis zu seinem Durchbruch 1956. Und noch ein Punkt vielleicht, weil das wirklich an der Stelle wichtig ist. Es geht ja um zwei unveröffentlichte Manuskripte, die er in den 80er und 90er Jahren geschrieben hat. Nämlich einmal, also autobiografische Projekte sind das. Einmal Bessarabischer Sommer, darauf kommen wir ja vielleicht noch, in den 80er Jahren. Und dann 10 Jahre später Verlorene Jahre mit einem Fragezeichen, wo es dann nochmal auch vor allen Dingen dezidiert um die Kriegsgefangenschaft geht. Jetzt hast du schon für deinen Roman oder für die Ausgabe von Heinrich Gerlachs Roman Durchbruch bei Stalingrad in russischen Militärarchiven geforscht, und offenbar kam da auch von Ottfried Preußler was zutage. Oder wie muss man sich diese Forschung in russischen Archiven vorstellen? Na, ich bin ja des Öfteren gefragt worden von Leuten, die da
die Hoffnung oder die Vorstellung hatten, sie fahren da mal fix hin und gucken, was in Moskau oder Kasan oder anderswo in den Archiven lagert. Ich glaube, man sollte sich vor dem hüten, was man in diesem Fall wirklich Arroganz nennen kann, dass man also glaubt, man fährt da mal hin und guckt mal fix und dann kriegt man alles dann gewissermaßen ausgehändigt. Dem ist mitnichten so. Also ich glaube, wer sich dann auf den Weg macht, das sollen ja möglichst viele, wobei das gegenwärtig sicherlich nicht machbar ist. Voraussetzung ist, dass man die russische Sprache einigermaßen beherrscht und also weiß, wie die russische Schrift aussieht. Denn sonst kann man selbst da, wo es Findbücher gibt, nichts bewerkstelligen. Mhm. Also insofern ist das schon ein langer Weg und man kann auch nicht glauben, dass man da durch irgendwelche, ich sag's mal etwas salopp, durch irgendwelche Schleimereien dann besseren Zugang bekommen. Das ist harte Arbeit und da muss man auch Geduld haben. Und du hast schon angesprochen, Durchbruch bei Stalingrad, das war ja dann vom Finden des Manuskriptes von Durchbruch bei Stalingrad, also der Urfassung dieses dann nochmal aus der Erinnerung geschriebenen Stalingrad-Romans, der dann den Titel trug, 56, 57, die verratene Armee. Das war ein langer Weg, das hat vier Jahre gedauert. Also vom Auffinden, und ich sage jetzt mal etwas witzig, ironisch, als wir dann das Manuskript aus der Kriegsgefangenschaft befreit haben nach 17 Jahren und da ein langer Weg bis zur Edition war. Ja, da bedarf es also verschiedener Schritte, die jetzt, glaube ich, darzustellen etwas zu kompliziert sind. Die Frage betraf ja aber Ottfried Preußler und es war in der Tat so, dass ich schon sehr früh, nämlich 2012, hatte ich schon die Kriegsbiografie, also die Kriegsgefangenenakte von Ottfried Preußler, damals im Februar 2012 in der Hand, habe dann aber darauf verzichtet, die weiter zu bearbeiten oder auch nicht versucht, Kopien zu machen. Und ich hatte dann schlichtweg eine falsche Signatur mir aufgeschrieben. Und so hat es dann wirklich länger gedauert, als ich dann mit Gerlach zu Ende war und mit mir selbst, also dem Sawatzki-Edition. Da musste ich dir danach suchen und habe es dann aber schließlich gefunden. Und dann sind ja auch noch andere Dinge zutage getreten, die Ottfried Preußler betrafen. Du hast vorhin angesprochen, dass insbesondere in dieser Kriegszeit auch die Lyrik für Preußler sehr wichtig war und dass es da Lyrik zu entdecken gab. Warum ist das die ideale Ausdrucksform und wie unterscheidet sich das von anderer Kriegslyrik? Na, ich würde in diesem Fall gar nicht unbedingt von Kriegslyrik sprechen, also Gedichte auf jeden Fall. Ottfried Preußler hat ja zudem, das ist ja auch nicht unbedingt so bekannt gewesen, als Lyriker begonnen. Auch darauf kommen wir ja vielleicht noch zu sprechen, also nämlich die Prager Sonette, das ist das Erste, was er da mit ungefähr 17 Jahren verfasst hat. Ottfried Preußler hat einen guten deutschen Recht genossen, aber wie gesagt, auch das will ich jetzt vielleicht an der Stelle gar nicht vertiefen. Es ist so, dass die frühen Gedichte, die er im Silikatlager von Kasan zunächst erinnert und aufgeschrieben hat, das sind die Texte, die er mit 17 geschrieben hat. Und die hat er dort vor den Kriegsgefangenen gelesen. Und da gibt es so einen Slogan, eine Aussage, die uns an Egon Erwin Kisch erinnert. Ne? Die lautete wirklich für Ottfried Preußler: Schreibt das auf, Preußler, schreibt das auf. Und das hat er dann auch wirklich gemacht. Mit selbstgefertigter Tinte hat er dann diese ersten Texte von damals nochmal erinnert und aufgeschrieben. Und jetzt aber zu dem, was du ja eigentlich gefragt hast, zu den Texten und Gedichten, die in der Kriegsgefangenschaft entstanden sind. Das ist, wenn man so will, das sind Heimweh- und Trostgedichte. Und die Gefangenschaft und die Lagerwelt kommen in diesen Texten eigentlich nicht vor. Und in den Texten, verschiedene sind ja in der Biografie abgedruckt auch erstmals. Das ist etwas wie, faustisches Prinzip, würde ich jetzt sagen. Also sich nicht aufgeben als Kriegsgefangener unter diesen doch schlimmen Bedingungen. Nicht in das Schicksal fügen, aktiv bleiben. Ne? Nun gehört ja Preußler zu den Autoren, die man in Bayern als fünften Stamm bezeichnet, also sudetendeutsche Herkunft sind. Und was glaubst du,
das Preußler Zeitlebens mit dieser Heimat verband. Wie hat die Kindheit und die Umgebung eben in Reichenburg Liberec sein literarisches Schaffen geprägt? Es gibt eine schöne Aussage, die ich auch in der Biografie zitiert habe, die ist von Franz Fühmann. Mhm. Und Franz Fühmann wird ja mitunter oder sehr gerne von einigen ins Verhältnis zu Otto Preußler gesetzt, aus bestimmten Motiven, über die man auch reden kann, warum das gemacht wird. Von Franz Fühmann stammt die Aussage, dass es ungeheuer wichtig ist, Herkunft, Werdegang und emotional geistigen Charakter eines Autors, einer Autorin zu diskutieren und dass man danach fragen muss. Mhm. Und wenn dem so ist, dann ist die Frage natürlich vollkommen berechtigt. Die Rolle spielt das Sudetenland seine Heimat. Es sind, darauf hat er ja auch dann hier und da verwiesen, aber dem bin ich ja dann auch nachgegangen und konnte also auch beispielsweise eine Skizze des Buchbestandes des Vaters Josef finden im Nachlass. Der Vater Josef war Heimatforscher und hat 6000 Bücher in der Bibliothek gehabt. Und für den kleinen Ottfried galt eine Regel: Er darf alle Bücher, und auch für seinen Bruder, er darf alle Bücher herausnehmen, aber eine einzige Bedingung, wieder an die gleiche Stelle hinstellen. Und er sagt dann ja auch wiederholt, ich bin unter Büchern aufgewachsen. Und das sind eben die Mythen, die Legenden, die sagen, des Isar und des Riesengebirges. Und wenn wir schon dabei sind, das darf man auch nicht verkennen, man könnte jetzt aus der Biografie lesen, wenn wir Zeit hätten oder mehr Zeit hätten, die Großmutter Dora spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Und das Geschichtenbuch der Großmutter Dora, aus dem sie vermeintlich den beiden Buben immer vorgelesen hat. Ja, das mündliche Erzählen, das so eine gewisse Tradition darstellt. Aber ich fand es auch ganz praktisch und schön, jetzt wieder zu sehen, dass dann ausgerechnet Mehrdad Zaheri den Krabat neu illustriert. Und er wird ja auch als großer Geschichtenerzähler präsentiert. Preußler tut es, war damals wahrscheinlich schon, weiß es nicht, wird von manchen als sehr konservativ gewertet, aber immer wenn diese medialen Entwicklungen voranschreiten, hat man so den Eindruck, es kommt eine Renaissance des mündlichen Erzählens. Lässt sich da als Mediendidaktiker irgendwas feststellen, oder? Ottfried Preußler hat in etwa so reagiert, indem er gesagt hat, wer es verantworten will, Kinder mit Themen zu konfrontieren, deren Sache oder deren Lösung eigentlich vor den Erwachsenen kommen müsse, die sollen das tun. Ich für meine Verhältnisse bin ein Geschichtenerzähler und das finde ich vollkommen in Ordnung. Und man muss im Hinterkopf haben, dass es ja solche Forderungen auch in der Gegenwart gibt. Eine starke Orientierung von Texten für Kinder auf den Zeitgeist, die noch daherkommt mit dem, was man moralisieren nennt. Hm. Ja, aber vielleicht war das der Grund, warum Preußler heute noch so gerne gelesen wird. Und vielleicht wäre es schön, wenn wir doch nochmals von der Großmutter Dora hören. Ja, vielleicht lese ich einen kurzen Ausschnitt, der die besondere Rolle der Großmutter Dora betrifft. Ich zitiere jetzt einen kleinen Abschnitt aus der Biografie zu Ottfried Preußler, also Kind einer schwierigen Zeit. Das Besondere an den Geschichten der Großmutter Dora besteht in ihrer Mündlichkeit. Um eben diese Spezifik zu verschleiern, macht die Großmutter den Kindern weiß, dass alles, was sie erzählt, aus einem dicken alten Geschichtenbuch stammt, das sich in ihrem Besitz befindet. Zunehmend aber irritiert die beiden Jungen, Ottfried und seinen Bruder Wolfhard, dass eine Geschichte, die noch vor kurzem besonderes Gefallen fand, bei ihrer Wiederholung einen völlig veränderten Lauf nahm und neuen, ganz unerwarteten Nebenfiguren und Dingen sich zuwandte, überwechselnd auf ebenso neue und unerwartete Schauplätze. Auf die eindringlicher werdende Frage der Kinder nach dem Verbleib des großen Geschichtenbuches findet die Großmutter immer neue Ausreden. Letztlich ahnen die Jungen, dass das Buch möglicherweise gar nicht existiert. Allerdings haben sie eine natürliche Scheu, der alten Dame diese Vermutung mitzuteilen. Rückblickend, im Jahr 1972, ist Ottfried Preußler froh darüber, dass es zu dieser Konfrontation nie gekommen ist und das Rätsel ungelöst blieb. Ich weiß heute nur eins, schreibt er erinnernd, Großmutters dickes, altes Geschichtenbuch, das es in Wirklichkeit überhaupt nicht gegeben hat, ist das wichtigste Buch aller Bücher für mich, mit denen ich je im Leben Bekanntschaft gemacht habe. Und da, wie erwähnt, die Großmutter Dora eine bescheidene Frau war, würde sie hier mit Nachdruck hinzufügen, dass es beileibe nicht ihr, sondern allenfalls jenem Buch zu verdanken ist, wenn der Enkel an ihrem Beispiel gelernt habe, wie man Kindern Geschichten erzählt. Ja, sehr schön. Also Familie,
vielleicht aber auch Heimat und die Gemeinschaft. Ich habe das sehr, sehr stark in Volkach erlebt, diese sudetendeutsche Gemeinschaft, die sich zusammengefunden hat, die aber gern auch über Landschaften, über Räume gesprochen hat. Wir hatten das Isergebirge schon genannt. Aber sehr zentral war immer auch Prag. Warum war das so ein Faszinosum? Er hat ja dann die Prager Sonette geschrieben. Inwieweit vielleicht auch emotional? Ja, das ist, wenn ich das so sagen darf, in der Tat eine schöne Frage, weil sie nochmal zurückführt in die Kindheit und Jugend. Otto Preußler will ja, wenn es um Prag geht, er will studieren. Er will an der Karls-Universität in Prag studieren. Mhm. Und insofern heißt ein Kapitel in der Biografie auch aus diesem Grunde, die Spuren führen nach Prag. Und er hat als 17-Jähriger, davon sprachen wir schon kurz, auch die Prager Sonette geschrieben. Mhm. Prag war lange Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte die historische Hauptstadt Böhmens. Sie atmet Geschichte. Und bemerkt war die Karls-Universität 14. Jahrhundert, also Mitte des 14. Jahrhunderts, die erste Universität in Mitteleuropa. Und was man auch noch sagen kann, was, glaube ich, wichtig ist in diesem Kontext, tschechische, deutsche und jüdische Kultur begegnete sich hier in Prag. Also Franz Kafka wäre ja logischerweise zu nennen. Und es gibt auch den Titel von Prag als der goldenen Stadt. Ja. Ich könnte an der Stelle jetzt, ich gucke mal, wenn das erlaubt ist, ich könnte einfach mal, weil es die Frage, glaube ich, vielleicht ein wenig beantwortet nach der Rolle von Prag und nochmal zurückführt zur Gefangenenlyrik. Ja. Otfried Preußler hat ja danach in den 80er Jahren immer wieder betont und gesagt, dass er den Texten, die da entstanden sind, es schuldig ist, dass sie um keinen Preis er sie heutigen Rezensenten ausliefern möchte. Auch wenn viele das wünschen, weil die haben ihre Schuldigkeit getan, die sind unter bestimmten Bedingungen entstanden. Mhm. Und zurückgeführt hat er auch davon sprachen wir ja schon, die Prager Sonette auch nochmal wieder dort gesprochen, rezitiert und aufgeschrieben. Und hier habe ich eines, was nach Prag führt. Ich lese nur 2, 3 Strophen. Also ewiges Prag heißt das. Das ist es, was wir kaum an dir verstehen, dass dein Gesicht so gar nicht fremd uns ist, dass du uns alt vertraut und nahe bist, auch wenn wir dich zum ersten Male sehen. Mag sein, aus deinen stolzen Zügen wehen uns noch die Seelen jener Meister an, mit deren Meißeln einst dein Stolz begann und wenn wir durch die engen Gassen gehen. Vermeinen wir die eigenen Seelen dann, im Kelche deiner Formen noch zu finden, denn unser Blut und seine Bilder binden. So stark, dass keine Macht es hindern kann. Mhm. Ja, also das erinnert mich an viele Gespräche. Prag war auch ein Verlust der Jugend, des Studiums, was da alles war. Ne? Ja. Dann kam eben der Krieg und da war der junge Leutnant Preußler, der dann in die Gefangenschaft kam. Welche Fakten sind denn über die Lager und Preußlers Aufenthalt dort bekannt? Naja, also es war über die Lager, sag ich mal, bislang nichts bekannt, weil die Gefangenenakte, die Kriegsgefangenenakte von Otfried Preußler ja keiner kannte, außer dass natürlich Otfried Preußler davon gesprochen hat, dass er in den Lagern in Jelabuga und in Kasernen Silikatlager war. Dazu gibt es ja Texte von Otfried Preußler. Aber die wirklichen Fakten, die dahinter stehen, die waren natürlich nicht bekannt und auch nicht die Stücke, die er dort geschrieben hat, beziehungsweise auch aufgeführt hat in der Lagerbühne. Insofern war das schon für mich eine zentrale Frage, also jetzt auch über diese Texte mich zu äußern, welche Rolle sie gespielt haben, wie sie aufgebaut sind, um welche Fragen es geht. Und klar ist, wir bewegen uns in einem Kriegsgefangenenlager, dem nur Männer sind. Mhm. Und das ist eine ausgesprochen schwierige Situation. Auch Männer ganz unterschiedlicher Generation, ganz unterschiedlicher, wir sprachen da schon von unterschiedlicher Herkunft, ganz unterschiedlicher Bildung mit einem vollkommen unterschiedlichen Wissen. Und hier hat eben Otfried Preußler versucht, und das wird immer wieder dann auch in Briefen, die er später bekommt und die andere Kriegsgefangene unter sich austauschen, also nachdem sie schon längst wieder zurück sind, also wir reden jetzt über die 70er oder 80er Jahre, da wird immer wieder betont von allen Seiten, wie dieser junge Mann, Preußler, der Anfang 20 war, wie er es geschafft hat, den ja oftmals weitaus älteren Mut zuzusprechen. Mhm. Und das hat er hinbekommen,
indem er Optimismus verbreitet hat, indem er sie zusammengefasst hat, indem er gemeinschaftlich eine Lagerbühne auf die Beine gestellt hat und dort eben auch die Stücke, die er selbst schrieb, die wurden dort, kamen dort zur Veröffentlichung. Und weil die Frage nach diesen unbekannten Materialien zuerst war, es ist mir dann eben auch gelungen, solche Schriften aufzufinden, denn kurz bevor die Kriegsgefangenen, der größte Teil dann, wie es ja hieß, repatriiert wurde, also 48, 49, haben die Auskunft gegeben in den Gefangenenlagern, also in diesem Fall in Kasan, darüber, was sie gemacht haben. Und da gibt es einen dicken Hefter und in diesem Hefter bin ich dann auch auf einem Foto gestoßen, auf dem gewissermaßen dieses Stück, was Ottfried Preußler geschrieben hat, also ein Biedermeierstück, wie er es nennt, mein geliebtes Porzellan, wie davon ein Foto existiert. Und Ottfried Preußler ist auf diesem Foto zu sehen. Sämtliche Rollen, es sind auch zwei Frauenrollen dabei, wurden natürlich von Männern gespielt mit entsprechender Verkleidung. Und Ottfried Preußler ist dort erkennbar. Das sind dann natürlich wirklich sehr, sehr schöne Funde, wo man dann auch bestimmte Aspekte wirklich belegen kann. Mhm. Wieder höre ich Lyrik und Bühnenstück, das geschrieben wurde, also das Künstlertum oder Künstlerdasein, hat ihm einfach geholfen, das zu überleben. Ja klar, also das ist ja das, was auch bekannt ist, wenn es um Kriegsgefangenenlager geht, also diese extremen Situationen, unter der alle dort existieren müssen. Also einmal natürlich der Hunger in den ersten Jahren in den sowjetischen Kriegsgefangenenlagern. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass zunächst in den Kriegsgefangenenlagern Kochrezepte permanent im Austausch präsentiert werden. Und Ottfried Preußler war dann froh, dass sie also dann stückweise von diesen Kochrezepten abkommen konnten und dann also Gedichte gelesen wurden, Stücke aufgeführt wurden. Aber es ist so, wie du sagst, in diesen Kriegsgefangenenlagern oder überhaupt in extremen Situationen, ich würde es nicht nur auf Gefangenenlager konzentrieren wollen, ist das Geschichtenerzählen, ist also die Beschäftigung im weitesten Sinne mit Kunst etwas, was beim Überleben hilft. Genau. Mir sind da noch Wandzeitungen in Erinnerung. Was hat es damit auf sich? Ja, Ottfried Preußler war ja, das ist bekannt oder inzwischen zumindest bekannt, dass er ja auch die Begabung hatte, ausgezeichnet zeichnen zu können. Und das hat man auch im Kriegsgefangenenlager gemerkt. Und insofern war er dann auch an der Erstellung von Wandzeitungen war er dann beteiligt, weil er eine wunderbare Schrift hatte und weil er, wie gesagt, auch herausragend zeichnen konnte. Und diese Wandzeitungen, die sind so etwas, könnte man sagen, der Versuch, Bildungsarbeit in Gefangenenlagern zu betreiben. Ich finde es deswegen spannend, weil er ja auch den Volker Hauputen als Redakteur herausgegeben hat. Das wiederholt sich so ein Stück weit wieder. Und mit Herbert Holzing, der ja auch eine Zusammenarbeit hatte. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, wir hatten das Schriftliche, wir hatten das Zeichnerische oder Illustrierende. Aber wie war es mit der Musik? Gibt es da auch eine Verbindung zu Preußler? Also da habe ich jetzt keine gefunden. Die Musik, es gibt ja auch Vertonungen, die haben ja auch Musik dort gemacht. Und Ottfried Preußler ist verantwortlich gewesen auch für die, das ist 46, 47 und 48 hat Ottfried Preußler das Programm zu Weihnachten im Kriegsgefangenenlager zusammengestellt, auch wiederum mit Preußler-Texten. Dort wurde auch gesungen. Ottfried Preußler hat die Lieder auch vorgeschlagen. Die Umsetzung, die Vertonung, die es auch wiederum in Kriegsgefangenenlager gegeben hat, da könnte man auf Franz Hümann kommen, der hat nämlich Stücke geschrieben, die dann vertont worden sind. Die hat aber wer anders übernommen, das hat nicht Ottfried Preußler gemacht. Und dann würde mich nur interessieren, wir haben die verschiedenen Künste, aber auch die Religion. Gibt es da was man sagen könnte, dass Preußler das getragen hat oder eher weniger? Die Religion? Ja. Naja, Preußler ist nicht unbedingt das gewesen, was man einen hochgradig religiösen Menschen nennt. Aber wie es so ist, glaube ich, in solchen Situationen, wo der Einzelne doch teilweise fast nur auf sich selbst zunächst geworfen ist und wo er zweitens dann auch in irgendeiner Weise auf eine Gemeinschaft bauen muss, die ja sehr widersprüchlich sein kann, gerade in Gefangenenlagern. Da, glaube ich, kann sich so etwas entwickeln wie Religiosität, also durchaus der Glaube an eine Macht, die da oben vielleicht existiert, ob es ein Gott ist, was auch immer. Aber es gibt ja dann später vielleicht
damit könnten wir vielleicht dann unser Gespräch ganz zu Ende abschließen. Ja. Es gibt ja eine Aussage von Otto Preußler, eine Maxime, wo er sehr wohl auf den lieben Gott Bezug nimmt. Mhm. Ich finde es deswegen spannend, weil wir ja wieder in einer ähnlichen Situation derzeit sind. Es sind verschiedene Kriege, die uns maßlos beschäftigen und die auch die gleichzeitige Erkenntnis, dass Schreiben und Lesen eine große Last für Kinder darstellt. Aber vielleicht wäre es eine Lösung, auch zu sagen, was das für eine existenzielle Bereicherung sein kann. Wie ein das aus der existenziellen Krise führen kann. Ja. Wäre da Preußler ein gutes Beispiel für? Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall ist Preußler ein Beispiel dafür, weil er, sag ich mal, im Unterschied zu anderen, die diesen Weg gehen mussten und gegangen sind, also ins Dritte Reich gewissermaßen hineinkam, zunächst durchaus ja zustimmende Aspekte geäußert haben, dann in den Krieg geworfen wurden, dann das erleben mussten, was Preußler dann ja im Krabat später versucht, in ganz anderer Weise umzusetzen, die Tatsache, dass da Tag für Tag Leute neben ihm starben. Und dieser Preußler, dieser Ottfried Preußler, hat es ja, und insofern kann man sagen, pass pro toto für viele andere, die das nicht konnten, hat dieser Ottfried Preußler dann ja diese Lebenserfahrung in Geschichten umgesetzt. Mhm. Und diese Geschichten, die er erzählt, die künden letztendlich, ohne dass das vordergründig didaktisch oder moralisierend ist, wie ja manche anscheinend heutzutage immer noch fordern und es gern haben möchten. Diese Geschichten sprechen für sich selbst und sie erzählen davon, was es bedeutet, Toleranz zu zeigen, was es bedeutet, die andere Seite mit ihren eigenen Augen zu sehen, was es bedeutet, wie man Zivilcourage entwickelt, wie man sich aus der Klammer der sogenannten Mächtigen befreien kann. Das bieten all diese Geschichten vom kleinen Wassermann in besonderer Weise über die kleine Hexe bis hin zum Krabat. Ein wunderschöner Ansatz, der ja im Widerspruch steht zu vielen, sagen wir mal, kritischen Äußerungen zu Preußler, die immer wieder diese NS-Zeit in den Vordergrund rücken. 1944 hat er noch ein Buch rausgebracht, Ernte Lager Geier, und dem stehen aber dann wieder die zahlreichen Auszeichnungen gegenüber, ne? Also vom Deutschen Jugendliteraturpreis bis zum Bayerischen Maximiliansorden. Wie würdest du denn diese Kriegszeit, sowjetische Gefangenschaft und die frühen Jahre in der Bundesrepublik einordnen? Na, wir haben darüber schon gesprochen, als wir die Frage diskutiert haben, was waren das für Texte, die er in der Kriegsgefangenschaft geschrieben hat? Ich hatte ja schon angedeutet, das könnte man noch viel ausführlicher machen, dass er eigentlich quer liegt zu dem, was in der frühen Bundesrepublik an Texten erscheint und was auch in Verbindung steht, vor allen Dingen mit der Gruppe 47. Mhm. Ich bringe das nur mal auf einen Punkt, um dann auf die andere auf die Frage nochmal zu kommen. Also es dominiert in den Texten der Gruppe 47, in den bekannten Texten, Hans-Werner Richter und später natürlich auch Günter Grass eher weniger, aber bei Hans-Werner Richter, Alfred Anders und anderen dominiert das, was man soldatisches Opfernarrativ nennen kann. Und das würde ich jetzt mal ganz vereinfacht so auf den Punkt bringen. In den Texten gibt es eine Maxime oder eine Sinngebung, die folgendermaßen lautet: Vorn stand der Russe, hinten standen die Kettenhunde, was sollten wir tun? Mhm. Und das ist eine Frage, die man ernst nehmen muss, die man nicht einfach vom Tisch wischen kann. Jedenfalls nicht diejenigen, die nie in einer solchen Situation gestanden haben. Das bedeutet ja trotzdem immer noch nicht, dass man nicht nach Schuld fragen kann. Mhm. Gar keine Frage. Und Ottfried Preußler, um jetzt dazu zu kommen, hat eigentlich seine Antwort gegeben. Permanent. Permanent hat er seine Antwort gegeben in dem, was er publiziert und was er geäußert hat. Ich sprach ja schon von den Texten für Kinder bis hin zum Krabat. Und ich sprach auch von den vielen Essays oder von den vielen Beiträgen, in denen er sich ja auch dazu geäußert hat, in denen implizit, durchaus implizit, schwingt immer auch die Auseinandersetzung mit dem, mit der er einmal gewesen ist und mit den Lebenserfahrungen, die er gemacht hat. Und ich komme nochmal zurück auf die Aussage von Franz Fühmann: Herkunft, Werdegang, emotional, geistiger Charakter. Wenn heutzutage permanent dann, oder nicht permanent, es sind ja einige wenige, die danach fragen oder sagen, hätte der auch Preußler sich nicht bekennen müssen und deutlicher zu äußern müssen, dann würde ich sagen, nein,
hätte es überhaupt nicht müssen, denn er hat es A getan und B würde das bedeuten, dass man alle Autoren immer einen Kamm schert, dass man von allen das Gleiche erwartet, dass sie alle in irgendeiner Weise, das sage ich jetzt mit aller Zurückhaltung wohlgemerkt, aber dennoch pointiert, Wege nach Canossa zu gehen haben. Und dass er sich über, jetzt kommen wir auf das Erntelager vielleicht noch zu sprechen, dass er sich mit dem Erntelager Geier dann in den 50, also späten 50er, 60er und 70er Jahren nicht mehr beschäftigt hat, hing einfach damit zusammen, aus meiner Sicht, andere mögen das anders sehen, damit zusammen, dass das für ihn abgeschlossen war. Er hat sich auch nicht zu seinen frühen Theaterstücken geäußert, er hat sich nicht zu seiner Lyrik geäußert, obwohl die ja durchaus nicht unerfolgreich war. Das ist eine Periode für ihn gewesen, mit der er am Ende war. Er hat dann ja in einem frühen Lebenslauf noch, also in 50er Jahren, sagte er dann oder steht dort in dem Lebenslauf, mit 16 schrieb ich die ersten Gedichte, mit 18 das Manuskript meines Jugendromans zur Jugenderzählung, Jugendbuches, sagt er, Erntelager Geier ist ja kein Roman, und eine Woche nach dem Abitur rückte ich ein. Das ist die Aussage von Preußler. Jetzt nochmal zum Erntelager Geier. Ich pointiere jetzt mal etwas, um deutlicher zu machen, wie ich das sehe. Die Aussagen zum Erntelager Geier, die erinnern mich immer an eine Position von Christoph Hein. Christoph Hein hat das Ende der 80er Jahre, noch in der DDR übrigens, als fünfte Grundrechenart bezeichnet. Erst wird der Schlussstrich gezogen, dann wird das gewünschte Ergebnis drunter geschrieben und dann nachher kommen über dem Strich die ganzen Operationen, die dazu angetan sind, damit das Ergebnis, was unten schon steht, auch rauskommt, pointiert formuliert. Also, Erntelager Geier, man muss sich da den Text auch schon genauer angucken, man muss ihn narratologisch betrachten und nicht nur ideologisch. Und dann, ich habe es ja versucht auch zu zeigen, dass da selbstverständlich die Situation im Sudetenland eine Rolle spielt, dass die Rolle der Deutschen in der Tschechoslowakischen Republik eine Rolle spielt, dass es eine Frage ist, die man diskutieren muss, dass diese Deutschen sich dort als Leute empfanden, die am Rande standen, ne, die Tschechisch lernen sollten, obwohl sie Deutsch sprechen wollten und so weiter. Aber jetzt vielleicht zum Kern, dieses Begriffsnetz, was sich im Erntelager Geier findet, also wenn man solche Marker im Hinterkopf hat wie Frühsport, Schwimmen, Boxen, Wandern, Raufball, ja, man, sportlicher Wettstreit, Ehrlichkeit, Gemeinschaftsgefühl und da kommen auch natürlich Vertrauen dazu. Das sind, und da sollte man vielleicht zumindest auch dahin gucken, das sind Traditionen der Jugendkultur und Jugendbewegung am Beginn des 20. Jahrhunderts. Dass die Nazis das ausgenutzt haben, ist eine ganz andere Frage. Aber dass Preußler und andere der sudetendeutschen jungen Leute, in diesem Fall sind es ja junge Männer, aus dieser Jugendbewegung gekommen sind, aus der bündischen Jugend, muss man sagen, ne? Also das steht für mich außer Frage. Und diese Spuren finden sich für mich auch stärker im Erntelager Geier als das, was dann mit NS und Ähnlichem zu tun hat. Und wir dürfen nicht vergessen, die Jugendbewegung, Stichwort, ne, 1913, da ging es um innere Wahrhaftigkeit, da ging es auch darum, einen eigenen Weg zu finden. Und das sind ja frühe Ansätze, die Ottfried Preußler dann durchaus auch in seinen Texten immer wieder zum Thema macht. Ja, und hätte man das vielleicht nicht erkannt, hätte man wahrscheinlich auch Krabbert nicht auszeichnen dürfen. Ich meine, inwiefern dieser Krabbert ist ja eine Auseinandersetzung mit dem Bösen, mit der Macht und auch der Form der Erlösung. Und was ich so spannend fand, eben als jemand, der sich für Religion interessiert, immer das Osterfest eine entscheidende Rolle spielt, aus der sorbischen Tradition rauskommen. Also da haben wir doch einen Text, der eigentlich schon eine Art auch Auseinandersetzung und ein Bekenntnis zu was darstellt. Ja, ganz genau. Also ich kann dem nur hundertprozentig zustimmen. Da wäre ja in diesem Fall auch wirklich der lange Entstehungsprozess des Krabbert nochmal zu beleuchten. Und das kann man freilich nur, glaube ich, und das meine ich jetzt auch gar nicht irgendwie eitel, weil ich ja frühe Texte auch mir angeschaut habe und anschauen konnte, nämlich Texte, die am Anfang der 50er Jahre entstanden sind schon. Also Preußler, Ottfried Preußler hat schon zu Beginn der 50er Jahre versucht, zurückzugehen und Geschichten aufzusuchen, die in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges geführt haben. Das bedeutet, wenn man genauer also hinschaut,
dass er schon ab Anfang der 50er Jahre bemüht war, nach einer Form zu finden, um von dem zu berichten, was er erlebt und erfahren hat. Also in gewisser Weise eine Auseinandersetzung mit dem, wie du gesagt hast, der Macht des Bösen. Mhm. Und die wirkliche Datierung dann für den Beginn, für den Startschuss am Krabat, das ist, ich glaube sogar, ich habe es im Kopf, 10. Oktober 1958 in einem Brief an Lotte Weidbrecht. Mhm. Die Thienemann-Verlegerin sagte, er hätte jetzt einen neuen Sagenstoff, das ist der wendische Zauber Krabat. Und er wird schon bald fertig sein und sie soll schon mal gucken, dass sie ihm einen Platz im Programm freihält. Naja, das hat ewig gedauert, es kam einfach nicht dazu. Und das hängt damit zusammen und auch das versuche ich dann ja auch zu zeigen, dass mit der Auseinandersetzung um den Krabat, um die Gestaltung dieses Stoffes, um den Versuch, diese Geschichte von Krabat zu erzählen, gerät Ottfried Preußler in das hinein, was er eigentlich um den Preis, sag ich mal, des eigenen Lebens verdecken will. Also wir reden, würden jetzt dann ausführlich sprechen können über das, was Traumata sind. Mhm. Also das, wir wissen es inzwischen, das ist lange über, hat es keine Rolle gespielt, auch in der Psychologie erst sehr, sehr spät, in der Traumata-Forschung, dass ja Traumatisierte nicht in der Lage sind, das, was sie erlebt haben, narrativ zu konfigurieren, also in eine Geschichte überzuführen. Und das trifft in gewisser Weise auch für Ottfried Preußler zu. Er muss gewissermaßen in den Zeitschacht zurück. Und in diesem Zeitschacht ist er konfrontiert mit Tod, mit Sterben, mit der Tatsache, dass Tag für Tag Leute, mit denen er gerade noch zu tun hatte, nicht mehr da sind, in schlimmster Weise ums Leben kommen. Und genau das spielt dann ja nachher, wenn man das im Hinterkopf hat, dann kann man auch erklären, vielleicht, also zumindest wäre es eine mögliche Lesart, dass ja im Krabat jeweils immer die entsprechenden Gesellen plötzlich nicht mehr da sind und getötet sind. Mhm. Also das sind so Erfahrungen, die dann in diesen Entstehungsprozess einfließen. Und dass er Schreibblockaden hat und dass er sogar krank wird, diese Vermutung äußert ja Lotte Weidbrecht, als sie ihm einen Brief schreibt und sagt, 63, glaube ich, war es, ja, wie ist es mit dem Krabat? Oder glauben Sie immer noch, dass er Sie krank macht? Mhm. Und genau das war ja der Fall. Otto Preußler hat riesige gesundheitliche Probleme und insofern braucht es Zeit. Und das als Nebensatz vielleicht noch, als er diese Schreibblockade hat, da findet er einen Ausweg auch wieder, typisch Preußler, er findet einen Ausweg und schreibt den Räuber Hotzenplotz. Mhm. Ja, quasi das entlastende Moment an der Stelle. Eins brennt mir doch noch so ein bisschen auf der Seele. Wir haben ganz am Anfang gesprochen über diese autobiografischen Manuskripte, die da neu zum Vorschein kommen. Bessarabischer Sommer und verlorene Jahre. Mhm. Wie passen die jetzt in diesen Zeitschacht rein? Ja, an solchen Punkten glaube ich, wenn man dann eine Biografie schreibt oder in diesem Fall ja eine Biografie, die bis 56 geht und dann den Krabat aber auch noch diskutiert, also die versucht, die weißen Flecken zu füllen, dann ist es natürlich wirklich toll, dass ich die Möglichkeit hatte, diese Manuskripte einzusehen und vorzufinden. Nämlich, du sagtest es schon, Bessarabischer Sommer und die verlorenen Jahre. Und das Entstehen dieser beiden Manuskripte belegt eigentlich, behaupte ich jetzt mal, das, was ich im Kontext mit dem Krabat gesagt hat, also was die Traumata betrifft oder den Versuch, diese Traumata in irgendeiner Weise zu bewältigen, denen vielleicht auch irgendwie zu entkommen. Bessarabischer Sommer ist ein Projekt, heißt ja auch Fragmente zu einem Roman und entsteht in den 80er Jahren. Zuvor hat er, also Ottfried Preußler, gemerkt, dass die Fährten der Vergangenheit, wie er es sagt, die Gefährten der Vergangenheit plötzlich wieder aufscheinen. Und das hängt ganz einfach damit zusammen, dass also die Abwehrkräfte, die wir alle im Gehirn haben, die uns schützen, die also, wie das Peter Hertling mal gesagt hat, die Wächter des Gedächtnisses, die werden sukzessive schwächer. Und dann kommen also diese Geschichten, die um den Preis des eigenen Daseins also weggeschoben werden, die kommen zunehmend hervor. Und bei Ottfried Preußler sind das also die Gefährten der Vergangenheit, die alle nicht überlebt haben. Mhm. Und er stellt sich also diesem ersten Romanprojekt Mitte der 80er Jahre. Aber er braucht für die Auseinandersetzung und das Schreiben, brauchte ein alter Ego.
Also es ist das, was man oft hat, ein Schreiben der dritten Person, weil der Autor in diesem Fall nicht in der Lage ist, ich zu sagen zu diesem Zeitpunkt. Das wäre zu dicht. Mhm. Und insofern erfindet er also einen Leutnant Tränkler, der in vielem ähnliche Erfahrungen hat. Er ist nicht identisch mit Ottfried Preußler. Das legt er dann beiseite Ende der 80er Jahre und wendet sich in den 90er Jahren einem neuen Projekt zu. Und das ist, du sprachst es schon an, verlorene Jahre, Fragezeichen. Mhm. Die Antwort lautet natürlich, es waren keine verlorenen Jahre letztendlich. Und in den verlorenen Jahren, da in der Vorbemerkung sagt Ottfried Preußler dann auch schon, ich brauche ihn nicht mehr. Ich brauche keinen Leutnant Tränkler mehr, sondern ich kann jetzt ich sagen, ich, Ottfried Preußler. Und das ist also, wie gesagt, der Versuch in der Ich-Form davon zu erzählen, was Krieg und Gefangenschaft für ihn, Ottfried Preußler, bedeutet haben. Und das sind unterschiedliche Episoden, die er da baut und chronologisch fortsetzen, dann bis zu der Zeit, für da er aus der Gefangenschaft entlassen wurde. Was man noch sagen darf, Frank Schirmacher, damals FAZ-Herausgeber, kannte größere Teile dieses Manuskriptes und wollte das auch drucken. Es gibt da also einen kurzen Briefwechsel zwischen Ottfried Preußler und Frank Schirmacher und hatte dann gesagt, also er findet es grandios, das muss er unbedingt zu Ende machen und er möchte schon einen Platz freihalten, gerade gegenwärtig drucken. Haben wir vor, die Biografie von Marcel Reich-Ranitzky also zu publizieren und dahinter könnte das dann kommen. Aber es kommt dazu nicht. Dieses zweite Manuskript, Die verlorenen Jahre, wird nicht fertig. Und nun könnte die Frage stehen, warum ist das so? Warum hat er es nicht zu Ende geschrieben? Warum hat es nicht Frank Schirmacher gegeben? Wäre doch spannend gewesen. Gibt es sicherlich mindestens zwei Punkte, vielleicht auch noch mehr. Sicherlich also ein erster Punkt, der, ich glaube, er hatte in dem Schreibprozess sich das, was man Traumata nennt, von der Seele geschrieben. Nun zum zweiten oder dritten Mal schon. Es war also insofern bewältigt. Und das Zweite, glaube ich, ist, und das ist vielleicht noch zentraler für Ottfried Preußler, die literarische Qualität hat ihm nicht gereicht. Er ist sukzessiv zum Ergebnis gekommen, dass er daran weiter arbeiten müsste. Und da hat er die Kraft, glaube ich, nicht mehr zu gehabt. Und insofern sind das also Manuskripte, die unpubliziert blieben. Es war also kein einfacher Weg für Ottfried Preußler. Gibt es eine Fortsetzung von dem Buch? Es hört sich alles danach an. Ich bin unlängst, hat ein netter Bekannter, den ich kennengelernt habe, der Psychiater ist und der sich, also Dr. Löble, der sich beschäftigt hat, auch mit Kindern, auch mit solchen, die traumatisiert sind und der mit Ottfried Preußler Texten gearbeitet hat. Der hat mich gefragt und sagt, naja, nun müsste doch eigentlich der zweite Teil noch kommen. Ich werde darüber nachdenken. Es würde mich sehr freuen. Also vielen lieben Dank, Carsten, für deine Ausführungen. Und wer mehr dazu lesen möchte, dem sei Carsten Ganzels Buch Kind einer schwierigen Zeit, Ottfried Preußlers frühe Jahre, wärmstens anempfohlen. Wer Fragen, Anregungen oder Wünsche hat, kann uns gerne unter michel@michaelsbund.de schreiben. Es bleibt mir Ihnen einen guten und gesegneten Start ins neue Jahr zu wünschen. Mögen sich viele Ihre Wünsche erfüllen und es kein verlorenes Jahr werden. Vielleicht auch bei Michel, wenn es wieder heißt Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom Münchner Kirchenradio.